So, ich habe mich jetzt einer Mission angenommen und zwar hat Sammy noch nicht richtig verstanden, dass mein weißer Teppich nicht dafür da ist, um raufzupinkeln und dass alle meine Räume mit Holz ausgelegt sind, aber sie sich immer nur diese eine Stelle zum Pinkeln aussucht. Danke, Sammy. Appreciate it. Sammy, hast du diese ganzen Flecken gemacht? Der hier übrigens heute ganz frisch. Ich würde niemals, das habe ich schon mehrere Male gesagt, sauer auf Sammy sein dafür, dass sie auf den Teppich oder auf den Boden generell in die Wohnung pinkelt. Ich habe immer gesagt, das ist meine Schuld, wenn ich es vernachlässige, sie rauszubringen. Das Ding ist aber, nach wie vor, mittlerweile schon seit fast 3 Monaten, gehe ich alle 2 Stunden mit ihr raus zum Pipi machen. Und wenn sie dann immer noch in die Wohnung macht, finde ich es, ist es einfach ein deutliches Zeichen dafür, dass sie mich hasst. Punkt. Jetzt möchte ich euch aber ganz kurz von etwas erzählen, falls ihr das noch nicht wusstet. Bei Rossmann und bei DM kann man sich kostenlos teppichreinigende. Ja, Sammy, danke. Willst du dich jetzt einschleimen? Das macht das Pipi auch nicht weg. Also bei DM und Rossmann kann man sich kostenlos teppichreinigende bzw. generell polsterreinigende Teppiche ausleihen umsonst. Das Einzige, was man kaufen muss, ist eben das Reinigungsmittel. Übrigens möchte ich dazu noch was Kleines sagen, was mich so sauer gemacht hat. Ich habe von dem Service von meiner Schwester erfahren, die hat das bei Rossmann gemacht. Ich bin zu Rossmann hin und habe nach diesem Service gefragt und die haben mir gesagt, dass sie ihn abgeschafft haben, weil die Staubsauger ausgeliehen und nie wieder zurückgebracht wurden. Wer macht sowas? Ich verstehe solche Menschen einfach nicht. Da wird dir so ein toller Service angeboten und du musst noch nicht mal dafür bezahlen. Und dann gehst du hin und klaust den Staubsauger. Was ist los mit dir? Let's go! Was sagst du zu deiner Verteidigung mal wieder? Oh mein Gott, ist das süß. Ja, das ist dein Pipi, was da riecht. Sammy ausgesperrt, weil sie gerade ein bisschen zu aufgedreht ist und ich mich konzentrieren muss. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich die Flecken hätte vorbehandeln müssen, weil, also der macht es nass und saugt es direkt auf, aber ich habe keinen Schrubber, mit dem ich den Fleck entfernen kann. Aber hier steht das so. Ich glaube, ich muss die vorbehandeln, weil sonst verschwende ich das ganze Wasser und die Flecken gehen nicht raus. Hallo, willkommen zu einem neuen Tag von mir und Sammy. Sammy, sag mal, what, what? Also, heute Morgen waren wir zusammen schon unterwegs auf der Wiese. So, jetzt sind wir wieder da und ich wollte für Sammy neue Hundekekse machen, denn die sind ja ausgegangen und ich finde, es ist einfach eine wundervoll günstige Alternative. Und letztens hatte irgendjemand geschrieben, ich soll doch bitte die genauen Angaben angeben, am besten in der Infobox, damit ihr die auch nachmachen könnt, falls ihr das möchtet. Und deswegen mache ich sie nochmal mit genauen Angaben. Prima.
Also während meine Kekse gerade im Backofen sind, habe ich ein bisschen an meinen E-Mails gearbeitet und ich habe gerade eine E-Mail bekommen von der Camilla, die mir erzählt hat, dass ihre Freundin schon zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankt ist und mich gebeten hat, einen kleinen Aufruf zu starten, dass ihr euch bei der DKMS anmeldet und Blut spendet. Und ich weiß, wie das ist. Ich habe selber angefangen mit Blutspenden, bin dann übergegangen, habe beim Roten Kreuz angefangen, bin dann übergegangen zur DKMS und hatte Blutplasma gespendet. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, ich hatte zusammen mit Maybelline mal so einen Workshop und auch beim Glossy Talk mitgemacht zum Thema DKMS. Frauen, die an Krebs erkrankt sind, wie sie damit zurechtkommen, ihre Haare und somit für viele auch einen Teil ihrer Weiblichkeit zu verlieren. Und ich finde, das ist wirklich eine tolle Sache. Und Emily, Camilla, falls ihr das seht, ich schenke euch meine ganze Liebe. Und Leute, falls ihr wirklich die Möglichkeit habt, Blut zu spenden, macht das. Das ist eine gute Sache. Und ja, ich hoffe, dass alles gut wird. Sowas tut mir immer im Herzen leid. Hello, it's me. Ein neuer Tag ist angebrochen und ich wollte euch schnell was zeigen. Ich bin gerade dabei, mein Video fertig zu drehen und also was zu machen. Aber ich wollte euch nochmal, weil ich glaube, das wird ziemlich häufig im Video vorkommen, mein Outfit zeigen. Moment. So ein Sommerkleid. Und eigentlich habe ich das falsch rum an, weil ich das in den Videos nicht so mag, wenn mein Ausschnitt so groß ist und alle sich nur auf meine Brüste konzentrieren. Eigentlich ist dieser V-Ausschnitt, den ihr hier hinten seht, ist eigentlich vorn. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es so eigentlich schöner. Also ich mag das, wenn es hinten ausgeschnitten ist und vorne relativ hochgeschlossen ist. Was sagt ihr? Ich habe gerade ein Video hochgeladen, um dann festzustellen, als ich das dann nochmal auf YouTube geguckt habe, dass der beim Hochladen irgendwie nur die Hälfte hochgeladen hat. Und ich hatte das aber schon angekündigt und jetzt habe ich es schnell runtergenommen, das Video, und aber die Ankündigung drin gelassen. Und jetzt fangen an die Leute und jetzt rendere ich das nochmal und will es nochmal hochladen. Und die Leute schreiben schon alle, ich kann kein Video finden, wo ist es denn? Es hat gerade angefangen zu hageln übrigens und Sammy hat noch nie Hagel gesehen. Die ist völlig fasziniert. Sam, was passiert da? Hier ist auch noch Gewitter. Aber Gewitter kennt ihr schon, das hat sie einmal gehört. Das macht dir gar nichts aus, ne? So viel da. Armes kleines Mäuschen. Bist du erstmal krankgeschrieben? Verlierst jetzt auch noch Zähnchen, ne? Alles auf einmal, Sammy. Alles auf einmal. Da sagt mal einer, das Hundeleben sei easy, ne? Ja. Hallo. Normalerweise würde Sonntag jetzt schon der Vlog hochkommen, aber diese Woche gibt es eine kleine Ausnahme, denn wir hatten gestern mit Sammy einen Unfall. Nicht wahr? Wir sind ja samstags immer bei der Hundeschule und die Hundeschule ist einfach, es ist ein Riesenplatz, ein Hundeauslaufplatz und ein kleinerer Platz ist dann abgezäunt, wo meistens die Welpenstunde stattfindet. Und auf dem Hundeplatz sind halt immer öffentlich alle Hunde und toben sich aus. Und ich war ungefähr 20 Minuten zu früh für die Hundeschule und dann dachte ich, ach, gehe ich mit Sammy noch mal kurz auf den Platz, dann kann sie mit anderen Hunden ein bisschen toben.
Und dann gehen wir in 15 Minuten rein, halt für die Stunde. Naja, wir waren da und es waren 3-4 andere Hunde da. Und Sammy hat getobt mit denen und alles war gut und alles hat Spaß gemacht. Und auf einmal höre ich Sammy, sie hat sich mit so einem Hund gejagt. Tierisch laut aufheulen und aufweinen und jaulen, was auch immer. Und ich gucke mich halt um und ihre Vorderpfote, ihre rechte, war total... Also das ganze Bein eigentlich war so richtig leblos und Sammy hat sich auf den Boden geschmissen und so. Und sie ist anscheinend gegen so eine Baumwurzel mit ihrem Vorderbein so gelaufen und hat sich das Gelenk geprellt, konnte es weder bewegen noch belasten. Zum Glück war ich direkt auf dem Hundeplatz, wo die Hundetrainer und auch eine Tierarzthelferin da war, sodass wir bei Sammy so die üblichen Griffe und generell Sichten machen konnten, ob da jetzt was gebrochen ist, abgetastet, hingelegt, kann sie auftreten. Und nachdem wir das gemacht haben, haben wir festgestellt, dass es anscheinend doch nicht einfach nur so ein bisschen wehtut und sie danach weitermachen kann, sondern dass es was Ernsteres sein könnte. Ich bin dementsprechend direkt in die Tierklinik, auf dem Samstag war das, in die Tierklinik gefahren und der Doktor hat dann raufgeschaut und sie hat eine Schmerzspritze bekommen. Er hatte mit ihr eben auch diese Tests gemacht mit dem Auftreten, Abtasten, Knicken, alles mögliche. Er hatte gesagt, dass er einen Bruch ausschließen würde, aber sie starke Schmerzen hat, weil sie die ganze Zeit am Jaulen war und sie konnte es nicht belasten und solche Geschichten. Ich war natürlich völlig fertig mit meinen Nerven, habe die ganze Zeit geweint, weil es ist halt einfach gruselig. Da ist so ein hilfloses Ding vor dir und du kannst einfach nicht erklären, was passiert ist und du kannst nicht helfen. Und sie hat einfach nur die ganze Zeit gejault und sich auf den Boden geschmissen und das war halt einfach super furchtbar anzusehen. Und jetzt ist mittlerweile schon quasi der zweite Tag und der Arzt hat gesagt, ich soll sie bis Mittwoch, also ja, etwas über eine halbe Woche, dann einfach jetzt schon. Und sie hat Schmerztabletten bekommen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann am Dienstag bei meinem regulären nächsten Video. Ich hoffe, ihr hattet eine wundervolle Woche und ja, wir sehen uns also bei meinem nächsten Video. Tschüss, Leute. Wünscht Sammy gute Besserung. Sie hat übrigens einen Instagram-Account, falls ihr Lust habt, sie zu verfolgen. Ne, Pupa? Ja, bist ein kleiner Humpler.